Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist leider wieder, was heißt hier leider? Brauchen wir ja nicht schimpfen. Es gibt mittlerweile echt viel da zum Drehen. Deswegen habe ich heute wieder so einen Drehtag, nicht Videodrehtag, sondern einen Videofelgendrehtag. Und da sind viele Sachen wieder dabei, wo man denkt, boah, das wird eng, das wird knapp. Man sagt uns, wir sollen es machen, so gut wie es geht. Ich habe schon mit einem Satz angefangen, zeige ich euch mal warum, wieso. Also ich versuche, alles sehr kompakt zu halten in diesem Video. Kurze Ausschnitte, vorher, nachher, kurze Erklärungen. Und dann zeige ich euch auch natürlich, wie es nach dem Klarlack noch aussieht. Wir haben zum Beispiel hier solche Schnitzerfelgen. Man sieht, die sind von der Oberfläche her sehr, sehr schlecht geworden. Ich sehe aber auch, dass die auch mal von Hand poliert wurden. Warum sehe ich das? Weil wir genau hier an diesem Radius so eine Kippe nach außen haben. Das heißt, die wurden teilweise so poliert, deswegen haben wir hier so Rundungen. Das zeige ich euch mal. Ich habe nämlich eine Felge schon gedreht. Moment, die muss man da drin nicht anmachen. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Die habe ich jetzt nämlich schon gedreht. Hier sieht man etwas von der polierten Stelle noch. Hier auch. Hier auch. Der Rand hier. Das war alles handpoliert. Und deswegen hat man so Rundungen gehabt. Hier auch. Jetzt ist halt natürlich das Problem, so weit kann ich nicht runter, weil der Kunde möchte noch seine Schnitzerschrift haben. Ne? Und die Schnitzerschrift ist jetzt vielleicht noch ein, zwei Zehntel. Also ich versuche jetzt nochmal ein Zehntel da abzudrehen, um einfach diese Kanten kleiner zu machen, wenn möglich. Wenn nicht, dann geht es halt nicht. Ne? Kunde hat gesagt, Schnitzerschrift muss draufstehen. Wenn er sagen würde, hier muss nicht mehr draufstehen, dann kann ich natürlich noch ein bisschen zustellen, weil so viel habe ich nicht zugestellt. Bei so gravierten Schriften ist es immer das Problem, wie tief ist die Schrift. Jetzt habe ich hier gerade keine andere. Ist oftmals bei AMG-Felgen mal so. Habe ich jetzt aber auch keine hier. Das sind alles nur BMW, Audi und normale Mercedes-Felgen. Egal. Ich zeige es euch auf jeden Fall nach und nach. So sieht der Unterschied aus. Das ist auch so eine vordere, die von Hand poliert wurde und das ist, die ist gedreht. Und da ist die Schnitzerschrift natürlich noch da. Mehr kann ich da aber jetzt nicht mehr abnehmen. Man sieht hier aber trotzdem noch, dass da ein bisschen was übrig bleibt. Geht aber leider nicht anders. Jetzt ziehe ich die restlichen drei durch und dann geht's Schlag auf Schlag. Eigentlich wollte ich die Felge erst zeigen, wenn sie alle vier fertig gewesen wären. Aber ich muss euch was zeigen. Da sieht man, die wurde ja von Hand poliert. Wie unterschiedlich. Ja? Das ist jetzt alles polierte Fläche noch und da habe ich schon abgedreht. Überall, wo hell ist, habe ich abgedreht. Wie ungleichmäßig das Handpolieren dann auch sein kann. Guck mal hier. Oder hier. Damit will ich das Handpolieren nicht schlecht machen. Nur, wenn man die mal handpoliert lassen hat, obwohl sie mal gedreht waren und dann sollte man sie wieder drehen, dann hast du halt diese Probleme. Das wird jetzt echt eine knappe Geschichte mit der Schnitzerschrift. Das wird knapp. So, die zwei vorderen sind fertig, bloß bei der hinteren habe ich das Problem. Es ist wirklich ganz leicht noch die Schrift, also ich sage jetzt fast schon mal im Hundertstelbereich. Und was war? Der Rand wurde nicht sauber. So, was machst du jetzt? In so einem Fall gibt es halt alternativ noch, du drehst die Schrift einfach weg, dann besorgst du so Aufkleber, klebst du so drauf und tust als Klarlack lackieren, nicht pulvern. Pulvern verträgt die Folie nicht, deswegen musst du halt wieder Primer drunter, Klarlack. Klar könnte man das machen, aber ist natürlich nicht so gut wie Pulver. Daher ist halt doof bei denen. Ich hätte es gern gemacht, aber das ist der Nachteil, wenn halt so ein Radius hingeschliffen oder poliert wurde. Next Step, Audi-Felgen. Ihr habt auch bestimmt schon mal gesehen, dass wir, ich habe jetzt vergessen, die Audi-Felge vorher abzufilmen, die Macke, ist wurscht, dass manchmal bei uns 3-4 Tage das Drehen dauern kann und wir rufen dann an und sagen, hey, ist schon fertig. Manchmal dauert es auch wirklich 2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem natürlich, was ich habe. Ich habe jetzt zum Beispiel 20 Zoll, 19 Zoll Backen drauf. Das heißt, ich drehe zuerst mal alle 20er, 19er hier durch. Wenn ich jetzt nicht jeden Tag am Stück so viel drehen kann, sondern in der Woche verteilt das drehe,
dann kommt es halt hinzu, dass wenn eine Felge dazu kommt in der Zeit, dass ich sie gleich mitmachen kann, dann ist sie relativ schnell fertig. Dann gehe ich runter auf 18, 17, dann auf 16, 15 und dann fange ich wieder an bei 24, Beispiel. Und dann kann es halt dementsprechend ein bisschen länger dauern, bis ich wieder unten ankomme. Es sei denn, ihr habt Glück und es kommt direkt in den ein, zwei Tagen später, kommt sowieso die Backen wieder drauf. Dann drehen wir sie natürlich auch vorher. Nur fürs Verständnis, warum ich manchmal 3-4 Tage schon Felgen zurückbekommen habe und manche dann nach, oder doch dann auf einmal der gleiche Kunde ein paar Monate später auf einmal 2 Wochen warten musste. So, die ist jetzt perfekt. Die ist jetzt auch schon fertig. Next Step sind die Felgen. Das sind AMG-Felgen. Das ist nun meine Programmnummer hier. Die wurden vorher gepulvert, sind zweiteilig, sieht jetzt aus wie neu. Da ist aber noch kein Klarlack drauf. Da kommt der erste Klarlack hier überall drauf, wenn der Rand hier gedreht ist. Der Rand hat hier auch, noch mal so erkennen können, so ein paar Macken hier, hier. Das drehe ich jetzt alles ab. Und deswegen lasse ich auch den Kleber drauf, weil das ist die Auflagefläche, da sollte nicht unbedingt Pulver drauf. Wichtig. Weil, ihr kennt es ja von meinen ganzen Geschichten, Auflagerflächen, kein Pulver. So sieht das Ganze aus. So, next step, noch mal eine AMG-Felge, da bin ich schon mal mit null drüber gefahren. Ich vergesse immer das, die Kamera in die Hand zu nehmen, vorher zu zeigen. Aber da sehen wir noch die ganzen Macken noch vorher. Und da sieht man auch, wenn ich einmal mit null antaste, und da habe ich hier angetastet mit dem 3D-Taster da, mit dem Rennischer, dann sieht man, wie, ob die Felge auch wirklich eben ist. Hier habe ich schon ein Zehntel praktisch weg, das heißt, ein Klarlack habe ich ein bisschen weg. Hier hat er wieder nichts, hier hat er wieder etwas. Ja, da sieht man halt, durch so einen Schlag kann es halt schon sein, dass es so ein Zehntel in die Richtung praktisch reingedrückt hat. Und hier aber nicht. Drehen wir die mal. So, nach 2,5 Zehntel hier oben sieht man, dass die Felge so im Großen und Ganzen schon sauber ist. Außer da, wo die Macken jetzt sind, da hat es gerade mal Klarlack weggenommen. Und dann geht's schon wieder, wird schon wieder sauber. Also ich glaube, dass wir da maximal mit 4 Zehntel fertig sind. So, die AMG-Felge mit 4,5 Zehntel, also 0,45 mm ist die Picobello. Gehen wir zur nächsten Felge. So, ich musste jetzt aber schwind mal auf 18 Zoll umspannen, weil hier sehr, sehr dringende Sachen 18 Zoll gedreht werden müssen. Das sind ein paar Mini-Audi und hier nochmal eine VW-Felge, obwohl ich genug 20er noch hätte. Aber weil er jetzt morgen Klarlack macht und die sind eigentlich bis Termin Ende dieser Woche, sollte ich die als erstes mal durchziehen, dann muss er halt nochmal umrüsten. Kommt auch mal vor, was halt dringend dann sein muss. Gerade diesen Rückläufer und so. Ne? Das ist eine Polo GTI-Felge. Hat auch einen schönen Kontakt gehabt. Aber nur an der einen Stelle, so wie es aussieht. Ja. Nur die Stelle hier. Sieht auch jetzt, ja, was ist wild, was ist nicht wild. Da rufen mich manchmal wegen Sollmarken Leute an und sagen, ganz, ganz wenig, nur leicht gestriffen. Für den einen ist es katastrophal, die Felge, kann man die überhaupt noch richten? Deswegen ist es immer so, naja, ich gehe davon aus, wieder 3-4 Zehntel. Dann ist erledigt. So, ich bin hier mal mit einem Zehntel da drüber. Sieht man nur Klarlack. An den Macken hat er ein bisschen so etwas gestreichelt. Hier überall nur Klarlack. Und da habe ich das mit Absicht so gemacht, dass ich hier unten, dass er hier weniger abnimmt wie hier außen, weil wir hier sehr, sehr wenig Fleisch haben. Das heißt, wenn ich mal hier außen eine große Macke habe und ich muss da wirklich mal ein bisschen mehr zustellen, dass es hier sehr, sehr eng werden kann. Deswegen, hier sind selten Macken drauf, meistens sind sie außen. Deswegen gehe ich daher und programmiere mir das oder verstelle mein Programm um einiges, dass es hier außen einfach mehr abnimmt wie hier innen. Und genau das habe ich jetzt gemeint. Wir haben jetzt hier auf 2,5 Zehntel. Die Macken werden etwas kleiner. Außenrum ist schon alles im Prinzip gedreht.
also die Oberfläche. Und man merkt hier, da kommt gerade ein Klarlackritze an. Ich habe mir dadurch im Prinzip so um die drei, also wenn der Klarlack jetzt wirklich 3,5 Zehntel mehr rausgeholt, um außen mehr abzunehmen als in der Mitte, damit man sie eventuell nochmal drehen könnte. So, Polo GTI Felge. Fertig. Das sind nur noch so diese Späne vom Klarlack noch. Blitzblank. Und da haben wir jetzt abgenommen 0,5 mm. Heißt, die könnten wir auf jeden Fall locker nochmal machen. Nächste Felge ist die A3 Felge hier. Ich habe mein Programmnummer schon drauf geschrieben. Die ist. Die halbe Felge ist da. Und da haben wir auch das Problem, dass wir hier nicht wirklich viel Fleisch haben. Ne? Ganz, ganz wenig. Das heißt, dasselbe Programm. Nee, nicht dasselbe Programm, sondern auch wieder hier ein bisschen verstellen machen, dass man die auch irgendwann machen kann. So, die Felge ist aufgespannt. Ich tue auf jeden Fall mal meine Korrektur wieder zurücksetzen. Und dann tun wir mal gucken, ob wir hier unserem Programm haben. 1115, nein, ist nicht drin. 1112 und dann geht es auf 1122 rüber. Warum? Weil dieser Rechner im Prinzip alle Programme nicht auf einmal speichern kann. Irgendwann ist der Speicher voll. Hätte man damals vielleicht mit einem größeren Speicher bestellen sollen. Dumm gelaufen. So muss ich immer auf meine Karte zugreifen und suche mir das Programm hier aus. Und das kann manchmal ein bisschen länger dauern, weil auf die Karte immer ein bisschen mehr drauf geht. Scroll ich mal durch. Kann man vielleicht ein bisschen schneller machen hier. Heiland Sack. Da habe ich es jetzt. So. Das ist so, dass ich da immer die kleinen Felgen rausschmeiße, weil öfters die großen Felgen immer zum Drehen sind. Deswegen versuche ich immer die wichtigen, die Stammkundenfelgen, also Stammfelgen, nicht Stammkundenfelgen, sondern Stammfelgen, immer drin zu lassen, damit ich sie nicht immer lange raussuchen muss. Ich besorge mir jetzt aber mittlerweile jetzt eine neue Karte. Weil auf die Karte geht nämlich auch nicht viel drauf. Das heißt, ich muss da auch immer wieder was runterlöschen, um wieder neue Sachen draufzuladen. Gibt es bestimmt Speicheränderungen sind möglich da, aber ich bin kein ITler. So, A3 Felge auch fertig. Oh, doch nicht. Scheiße, minimal. Erkennt man wahrscheinlich hier jetzt gar nicht. Oh ja, okay. So, 6 Zehntel. Jetzt ist sie aber sauber. Und wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall den kompletten Finish diesmal auch zeigen, auch nach dem Pulvern. Die nächste Felge ist eine Mini-Felge. Eine 17 Zoll. Die hat es auch schon ein bisschen mitgenommen. Jedoch, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, dass da so ein Grat ist. Hoffen wir mal, dass man das hier auch wegbekommt. So, Programm hatte ich schon. Nummer 3163 angewählt. Los geht's. So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum macht man eine 17 Zoll Felge? Diese Mini-Felge habe ich jetzt nur grob gucken können, zwischen 350 bis 400 Euro. Eine Felge, 17 Zoll. Eine neue. Was kommt aber noch hinzu? Die Montage wird doch auch noch dazu kommen. Das heißt, wenn das bei der Leasing zurückgeht, da kommt dann die Montage. Vielleicht werden sie auch gleich einen neuen Reifen nehmen, Sensoren raus, Sensoren rein. Bist du locker bei 500 Euro pro Felge, was du zahlen musst. Außer die sind sauber. Dann gibt es auch keine Reklamationen. Sorry, Industrie. So, wie man hier erkennen kann, ist eigentlich alles weg. Außer dieser einer. Ja, dieser Grat, was da war, ne? Ein bisschen sieht man noch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das auch noch mal wegkriegen. Es ist immer noch ganz kleine Fetzen da, aber mir geht es ums Prinzip. Ich will das einfach weg haben jetzt. Wir sind jetzt bei 7 Zehntel. Und da ist immer noch minimal noch was dran. Jetzt noch einmal zustellen. Und dann sollte es gut sein. Ihr fragt jetzt bestimmt, was ich da mache. Wenn ich das erklären würde, würde ich damit jedem Konkurrenten seine Probleme damit lösen. Deswegen
kann ich leider nicht alles erzählen. Ich würde euch gerne alles erzählen. Bloß es wird halt da draußen gesagt, oh, wir sind die Besten, wir machen die besten Felgen. Sagen wir nicht, ja. Aber die beweisen das auch nicht, dass sie die Besten sind. Hat alles seinen Grund. Minifelge fertig. Und ungelogen, ich habe jetzt für die länger gebraucht wie für eine 21 Zoll Felge. Deswegen fragen sich manche Leute, ja, warum, wie machst du es mit dem Preis? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Du kannst keinen festen Preis machen. Ist je nach Macke. Und jetzt kann ich auch nicht nach Macke einen Preis machen. Ist auch wieder ein Unterschied. Deswegen pauschal. Manchmal brauche ich ein bisschen länger, manchmal halt nicht. So ist es halt. So, ich wollte euch jetzt auf jeden Fall mal zeigen. Ich drehe ja noch weiter. Das Video geht weiter, aber die Felgen sind jetzt mit dem Klarlack, was ich schon gedreht habe, schon fertig. Bevor die jetzt hier verschwinden und ich sehe sie dann nicht mehr oder abgeholt werden, wollte ich es euch nochmal mit dem Klarlack zeigen. Das sind die Mini-Felgen mit Klarlack. Mit Klarlack. Das ist die eine Audi-Felge mit Klarlack. Das ist die eine Polo GT-Felge mit Klarlack. Das ist die eine AMG-Felge mit Klarlack. Und die A3-Felge mit Klarlack. Und die Schnitzer-Felgen mit Klarlack. Du wirst jetzt hier an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich, na, ganz leicht sieht man es noch am Rand, das was immer übrig geblieben ist, ne? Aber hält sich im Rahmen. Also geht's weiter mit dem Drehen. Diese Außenbetten habe ich hier auch gedreht von diesen AMGs. Die müssen jetzt nur noch zusammengeschraubt werden. Die Sterne wurden ja vorher schon gepulvert. Okay, ja. Kann man machen. Die waren jetzt so dabei. Gut, die waren ja auch komplett eine andere Farbe. Wir haben das komplett wieder original gemacht. So schauen sie jetzt aus, ne? Natürlich auch Pulvern in Schwarzglanz, irgendwelche Tafelgen. Die Alpinas muss ich jetzt auch als nächstes auch drehen, wenn ich die 21 Zoll Backen habe. Selbst so alte Felgen werden wieder instand gesetzt. Also Pulvern, auch die alten Audis. Also alte Felgen immer mehr. Also es sind nicht nur neue Felgen, sondern es werden wirklich alte Felgen überall noch rausgeholt. Für Schweinegeld werden die gekauft und werden dann so wieder instand gesetzt. So, machen wir weiter mit der nächsten Felge, und zwar geht es um die Audi-Felge. Es ist jetzt ein Tag später. Natürlich kann ich nicht durchgehend immer drehen. Wir haben hier eine kleine Macke. Und hier am Rand haben wir auch. Das erkennt man schon. Und hier. Zwei Stück davon auch wieder. Die zwei Audi-Felgen 18 Zoll drehe ich jetzt auch mal. So, die Audi-Felgen sind soweit fertig. Können auch zum Klarlack. Next Step. VW-Felgen. Die haben aber gar nicht so große Beschädigungen. Das ist hier nur so Kratzerchen. Die hat ein bisschen mehr. 2/10, 3/10. So, die Audi-Felgen sind auch fertig. Einmal 3/10 und einmal 5/10 mussten runter. Ganz bekannte Felge, VW. Die Detroit-Felge in 18 Zoll. Die werden auch immer seltener und immer teurer. Da haben wir mehr, ja, so kleine optische Sachen, so vom Klarlack, so kleine Kratzer drauf. Aber keine großen Beschädigungen hier. Und mittlerweile werden die jetzt auch aufbereitet. Früher hast du halt mal mit dem Netz welche gekauft. Die werden jetzt immer weniger, ne? Von Golf 5 GTI war die. Die Golffelge ist jetzt soweit fertig. Das ist die noch nicht gedrehte. Und das ist schon die gedrehte Felge. Und da ist natürlich auch wichtig, an der Außenseite hier auch mitzudrehen. Das heißt, mit zwei Werkzeugen. Weil sonst sieht das blöd aus, weil das eine komplette Sicht- oder auch eine mitgedrehte Fläche. Und da sind oft auch Klarlackabplatzer. Und wenn man das nicht mitdreht, sieht das in der Scheiße aus, wenn man da einfach ein Pulver drauf macht. So, geht weiter mit den anderen zwei und drei. So sehen die Felgen jetzt aus nach dem Klarlack. Die sind auch schon fertig. Fertig mit Klarlack. Oh, hier auch mal Silber oder nee, Chrommatt haben wir hier mit dem Effekt. Das sind natürlich auch mal KZ5 Bestellungen in 8x17.
100 Volt roh mit Klarlack. Auch mal Nullsterne. Wir haben übrigens im Shop haben wir unter RZ Lagerware und Huaizu Ware haben wir, steht auch Lagerware dran, die haben wir auf Lager mit Gutachten. Also bevor ihr jetzt bestellen wollt und wartet, wenn da was für euch schon drin ist, Farbe können wir immer noch ändern. Ja, ab zum Drehen wieder. So, alle VW-Felgen sind jetzt fertig. Next Step wären jetzt die Rotorfelgen und ganz seltene Felgen, die vom Evo 2 teilweise verbaut waren. Das ist, soweit ich weiß, 8¼. Ja, 8¼ mal 17 ET34. Sowas sieht man auch selten. Ne? Das Blöde ist, dass die Felgen hier in ganz Silber, so wie sie jetzt sind, selbst in neu, nicht so wertvoll sind, wie wenn sie glanzgedreht sind. Deswegen werden die Felgen jetzt glanzgedreht und dann gehen die auch wieder zurück. Also mit Klarlack, so wie sie auch immer original auch waren. Gut, die gab es glaube ich auch so, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber die glanzgedrehten sind definitiv wertvoller, begehrter, sagt man so. Also ich habe noch ein bisschen was zu drehen. Die Alpinas kamen jetzt auch nochmal neu dazu, hier nochmal. Da drüben kamen nochmal neue Felgen dazu. Ihr habt noch genug zu tun. Für euch ist jetzt mal Schluss. Und wenn ich wieder sowas wieder machen soll, in den Alltagsfelgengeschäft mal mitnehmen soll, auch mit Pulvern, schreibt es wieder gerne wieder rein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.